Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine gelesenen Bücher aus dem Mai an. Es sind insgesamt 14 Bücher geworden und ich habe den Büchermonat wieder in zwei Teile geteilt. Das heißt, ihr seht heute die ersten 7 Bücher des Monats und in der nächsten Woche dann die nächsten 7. Deswegen, ja, abonniert gerne den Kanal, um dann auch nächste Woche mit dabei zu sein. Insgesamt habe ich definitiv weniger gelesen, als ich gekauft habe. Das hatte ich euch schon in den Neuzugängen erzählt. Das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, weil auch ein etwas längeres Buch einfach diesen Monat mit dabei war. Denn seitentechnisch war das, glaube ich, bisher mit der stärkste Monat. Ich habe 5.445 Seiten gelesen, was knapp 176 Seiten am Tag sind. Und das lag, denke ich, auch vor allem daran, weil ich 5 Hörbücher gehört habe, die ich eben sehr gut auch in den Alltag integrieren kann und wirklich auch ein bisschen nicht nur intensiv immer am Lesen bin, sondern eben durchaus auch nebenbei mal putzen kann, aufräumen kann und oder auch mal die Seele auf dem Balkon dann baumeln lasse und dabei eben zuhöre. Ich habe 8 haptische Bücher gelesen, ein E-Book und 5 Hörbücher und hier möchte ich doch wieder so ein bisschen mehr in diese 50-50-Richtung kommen, gerade bei den Neuzugängen. Zurzeit sind mir das ein bisschen zu viele haptische Bücher, sagte sie und gibt schon mal den Hinweis, dass eine kleine Rebuy-Bestellung im Juni dann auch bei mir einziehen wird, denn die ist schon bestellt. Ja, gehört habe ich knapp 80 Stunden und das ist schon sehr, sehr viel. Also das muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, wo hast du diese viele Hörzeit her? Ich habe aber in diesem Monat ein bisschen mit dem Puzzeln angefangen und da zum Beispiel, also nicht nur mit Diamond Painting, habe ich ja im Winter immer mal gemacht, ich habe jetzt ein bisschen gepuzzelt und ich habe auch eine Puzzle-App und da höre ich durchaus auch ein bisschen Hörbuch und da vergeht halt so eine Stunde, eineinhalb, ziemlich schnell und das tat mir auch ganz gut und hat mir auch sehr gut gefallen. Dann auch Sterne technisch ist es definitiv ein Highlight-Monat mit 4,36 Sternen, die ich so für mich gegeben habe. Es sind nämlich 7 Highlight-Bücher in diesem Monat. Also das war wirklich mit nicht nur quantitativ ein sehr guter Monat mit 14 Büchern, sondern auch qualitativ wirklich richtig, richtig toll, dass die Hälfte der Bücher wirklich 5 Sterne im Grunde bekommen haben. Ich habe keinen Flop, ich habe kein Abbruchbuch und muss sagen, also ja, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Lesemonat. Wir starten jetzt mit den ersten 7 Büchern. Ich packe euch die Zeitstempel und die Infos zu den Büchern unten in die Infobox. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe hier unter dem Monat, wie gewohnt, schon ein bisschen an Clips gedreht. Die zeige ich euch jetzt und wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Buch Nummer 1 im Mai ist Liebeschaos im Leuchtturm von Karin Könige. Das ist der zweite Teil einer aktuell 3-teiligen Reihe. Der dritte Teil ist bereits auch schon erschienen und ich habe im Januar auch schon den ersten Teil gelauscht. Ja, die Reihe heißt Liebe, Leuchtturm und 4 Pfoten und beinhaltet im Grunde immer so ein bisschen eine Wohlfühl-Liebesgeschichte und ein Tier wird in den Fokus gestellt. Im ersten Teil hatten wir ein Häschen, im zweiten Teil, wie es das schöne Cover verrät, eine Katze. Und auf dem dritten Teil sieht man dann auf dem Cover auch schon einen Hund. Ich liebe diese Cover und ich habe mich jetzt hier auch sehr auf das Hörbuch gefreut und habe es dann jetzt auch einfach gehört. Ich weiß, der dritte Teil ist als E-Book schon da und das Hörbuch kommt dann irgendwie im Juni, Juli und auch darauf freue ich mich dann schon. Sprecherin ist Regine Lange und ich kann hier schon an dieser Stelle sagen, sie hat einen guten Job gemacht. Ich mag es, wie sie Jessica, unsere Protagonistin, im Grunde eine Stimme gegeben hat, wie sie die Geschichte erzählt hat. Auch in schnellerer Geschwindigkeit konnte man ihr gut folgen und lauschen und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Wir treffen hier im zweiten Teil auf Jessica, die ebenfalls in diesem Einzelhandelsladen sozusagen arbeitet, den wir auch schon aus dem ersten Teil kennen. Trotzdem kann diese Geschichte total unabhängig auch vom ersten Teil gelesen werden. Also sie arbeitet in diesem Shopping Center. Sie ist dort im Grunde für die Männerabteilung zuständig. Also sie berät Männer in Kleidungsfragen und ist da aber doch oft auch von den etwas hochnäsigen Geschäftsmännern genervt, aber macht ihren Job eigentlich schon ganz gerne. Und ihr fällt es aber immer schwerer, tatsächlich die Kunden zu begeistern, hier irgendwie Kundenservice an erster Stelle zu stehen. Und sie merkt auch einfach, vielleicht ist sie ein bisschen urlaubsreif. Gleichzeitig treffen wir dann auf ihren Freund, mit dem sie jetzt eigentlich auch eine Reise geplant hat, der ihr dann aber eigentlich sagt, naja, eigentlich bin ich nur deines Aussehens wegen mit dir zusammen und die Reise ist auch gar nicht für dich gedacht. Da gehen wirklich nur echte Freunde mit und sie soll jetzt eigentlich zu Hause bleiben. Und das nimmt sie zum Anlass, sich von ihm zu trennen und kurzerhand reist sie dann eben an den Leuchtturm, den wir auch schon im ersten Teil kennengelernt haben. Und dort angekommen
kommen, macht sie total ungeschminkt und ungestylt einen Strandspaziergang und trifft dann eben auf einen jungen Mann. Und dieser sucht jetzt eigentlich seine Katze Tiki. Und Arne ist ein ganzer Naturjunge, ist sehr verbunden mit der Natur und mit dem Ort. Und sie kommen ins Gespräch und unterhalten sich dann eben auch über die Katze. Und man merkt so recht schnell, dass da doch so ein bisschen was zu funken beginnt. Funken? Spritzeln? Ihr wisst, was ich meine. Und dann treffen sie sich nochmal am Leuchtturm, als eben Tiki dann auch dort ankommt und sie führen tolle Gespräche und dann kommt es so ein bisschen dahin, dass ein erstes Date ansteht. Und man merkt recht schnell, okay, Arne steht nicht so auf Tussis, hat er schlechte Erfahrungen gemacht, er mag keine gestylten Frauen. Und dann stellt sich aber Jessica schon die Frage, aber ich bin ja auch gern mal gestylt und geschminkt und wie geht das so überein trotzdem mit dieser natürlichen Jessica, die Arne ja am Strand gefunden haben. Das sind so ein paar Sinnfragen, die sich hier gestellt werden, ob man wirklich sich nur aufs Aussehen begrenzen lässt, so wie Jessica, die sagt, eigentlich kann sie gar nichts anderes als gut aussehen und die Jungs und Männer mochten sie eigentlich immer nur wegen ihres Aussehens und gleichzeitig dann natürlich ein Mann, der eben sagt, es kommt einfach auch auf die inneren Werte an, was er nicht immer ganz charmant macht, aber dazu dann später. Ich mag das Setting rund um den Leuchtturm richtig, richtig gerne. Ich mag den Ort, ich mag die Nachbarn, ich mag die Nebencharaktere, ich mag diese Städtchenfühle. Ich war ein großer Fan von Katze Tiki. Auch wenn da manches so nicht ganz katzentypisch war, fand ich es toll, wie sie eingebaut war. Und ich mochte auch das Tempo der Liebesgeschichte sehr gerne. Ich muss sagen, der Mittelteil, ich fand ihn ein bisschen wiederholend, ein bisschen langatmig. Ich fand, wir sind lange im Kreis gelaufen, bis dann eben Jessica irgendwann mal wieder losgegangen ist und eine Bewegung in die Geschichte gekommen ist. Und ich muss aber sagen, im Hörbuch hat mich das tatsächlich nicht so gestört. Ich glaube auch nicht, dass es im lesenden Buch dazu geführt hätte, dass ich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber ich hätte mir das ein bisschen komprimierter tatsächlich gewünscht. Auch ein Problem hatte ich so ein bisschen mit den Oberflächlichkeiten, sowohl von Jessica als auch von Arne. Ich fand eine Reaktion von ihm total überzogen und habe mich wirklich gefragt, wie oberflächlich bist du eigentlich? In dem Moment, wo du ja eigentlich alle, die oberflächlich sind, verurteilst, machst du es gerade nicht besser, wenn auch in eine andere Richtung. Und auch bei Jessica fand ich es ein bisschen schade, dass sie sich eigentlich 80% der Zeit gefragt hat, wie sie anderen gefallen kann. Also egal, ob es die Jungs früher waren, die Männer heute, Arne jetzt. Und sich eigentlich nie gefragt hat, was sie möchte. Und ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Das ist mir durchaus bewusst, dass das natürlich eine Frage auch unserer Zeit ist und Social Media hier auch Dinge fokussiert. Aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie Freundinnen zur Seite hätte. Und sie spricht ja auch oft mit ihrer Freundin, die ihr vielleicht auch mal sagen, was willst eigentlich du? Willst du die langen blonden Haare? Möchtest du mal kurze Haare probieren? Es gäbe so viele Möglichkeiten, sich das einfach mal anzusehen. Und ich glaube nicht, dass immer lange blonde Haare automatisch eine Tussi sind. Also ich finde diese Kategoriendenken, das fand ich in dieser Geschichte ein bisschen schwierig. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist dann doch das Ende, wie dann Jessica so ein bisschen zu sich gefunden hat mit all den Veränderungen und eben auch, wie die Geschichte so rund abgeschlossen wurde. Und ich mochte auch die Liebesgeschichte, die so ein bisschen freundschaftlich beginnt, die dann so einen blöden Moment hat. Aber alles, was danach so ganz langsam und schön passierte, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich mochte eben auch so ein bisschen diesen Einfluss der Katze. Und ich finde es einfach toll, dass wir an diesem Leuchtturm sind. Und ich mag das Setting sehr gerne. Ich glaube, dass der Band so ein Hauch schwächer ist als der erste. Der hat mir definitiv besser gefallen. Aber ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf den dritten und bin da gespannt, welche Rolle vielleicht dann auch die Katze wieder so ein bisschen spielt, beziehungsweise dann natürlich auch der Hund, der ganz groß präsent auf dem Cover ist. Und eine schöne Geschichte, eine schöne Liebesgeschichte, Wohlfühlroman mit so ein paar kleinen Schwächen. Aber ich glaube, alles in allem wirklich trotzdem eine Empfehlung wert. Und gerade wenn ihr eben diese Wohlfühlromane gerne mögt, glaube ich, seid ihr hier am Leuchtturm mit dem ganzen Liebeschaos auch an der richtigen Adresse. Das zweite Buch habe ich eigentlich als haptisches Buch gelesen, aber bereits an die ursprüngliche Besitzerin zurückgegeben. Es ist Divine Rewards von Rebecca Ross. Hierzu gibt es auch einen Lesevlog von mir, den ich euch verlinke unten in die Infobox, weil ich jetzt gar nicht mehr so viel tatsächlich dazu erzählen möchte. Ich hatte das Buch ausgeliehen von einer Freundin, für die es so ein kleines Highlight gewesen ist. Und ich mir dachte, kann mich dieses Hype-Buch tatsächlich auch überzeugen? Ich habe es gefühlt überall auf Instagram gesehen. Immer wieder bin ich drüber gestolpert, auch in der Buchhandlung.
Buchhandlung und dachte, ein wunderschönes Cover, ich blende es euch ja ein. Und das zweite Buch erscheint auch schon im Juni, ist dann auch der Abschluss der Dilogie. Und ich musste hier einfach so ein bisschen mitbekommen, kann mich dieser Hype so überzeugen, wie es zum Beispiel auch Force Wing, ja, konnte, und war hier eben sehr neugierig. In der Geschichte geht es um Iris und Roman, die Konkurrenten sind in einer Zeitung, beide wollen Kolumnistin werden, es ist aber ja in unserer Umgebung eigentlich ein Götterkrieg ausgerufen worden, das heißt, wir haben hier eine Kriegssituation, an dem eben die Götter schuld sind, was uns auch wunderbarst erzählt wird, und der Bruder von Iris ist in den Krieg gezogen und ja, Iris schreibt ihm eigentlich Briefe, diese Briefe kommen aber dann durch eine ganz wunderschöne Erklärung, die ich euch nicht spoilern werde, dann bei Roman an, der relativ schnell merkt, dass ja, es Iris ist und die hier ihrem Bruder schreibt, sich aber nicht zu erkennen gibt. Und ja, beide schreiben sich sehr schöne Briefe und leben auch so ein bisschen erst ihr Konkurrenzleben auf. Das ändert sich dann, als Iris so ein bisschen mehr ins Kriegsgebiet reist, um dort Kriegskorrespondentin zu werden und dann eben sehr viel auch von diesem Krieg mitbekommt. Es gibt einige Triggerwarnungen, die sollte man sich, wenn man dafür anfällig ist, auf jeden Fall auch durchlesen. Die sind relativ weit hinten im Buch, was ich auch dann okay fand. Für mich war es wirklich ein überraschendes Highlight in dieser Jugend-Fantasy. Also es ist für mich keine High-Fantasy, es ist auch ja keine Urban-Fantasy. Es hat schon etwas, ja, durch natürlich die Götter und auch den Krieg, hat man so ein bisschen auch vielleicht was Historisches mit angehauchtes, aber mir hat es wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es eine tolle Story, die spannend erzählt wurde. Wir hatten sympathische Charaktere, egal ob Iris oder Roman. Ich fand beide wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und wir haben eben diese ja sehr spannende Briefgeschichte plus Götter, die einen Krieg ausrufen. Was will man tatsächlich mehr? Es ist ein sehr leichter Stil. Da merkt man schon, dass das Zielpublikum ein bisschen jugendlicher ist. Man hat Erklärungen sehr leicht gemacht. Man war nicht zu fantasiemäßig drin, also wie man das ja vielleicht von anderer High Fantasy kennt. Es war abwechslungsreich. Man hatte den Stil, wo uns Iris was erzählt, wir hatten die Briefform und wir hatten eben auch immer mal Gedankenschübe von Roman, und ich mochte diese Mischung sehr, sehr, sehr gerne, und ich fand auch einfach diese Briefgeschichte so toll, wie sich das entwickelt, und ich bin sehr gespannt, ob das im zweiten Teil noch so ein bisschen weitergeht, ob uns da auch noch ein bisschen mehr erzählt wird und ja, wie das so ein bisschen ausgeht. Das Ende endet sehr gemein mit einem Cliffhanger. Ich bin da schon sehr gespannt, wie das weitergehen wird, weil die Charaktere auch sehr gelungen war und man natürlich da so ein bisschen auch mitgefiebert hat. Es war ein überraschendes Highlight. Schaut gerne meinen Lesevlog euch dazu an, wo ich ein bisschen ja mehr zu den einzelnen Leseabschnitte und Emotionen erzähle, und lasst euch da ein bisschen mitnehmen. Mir hat das Lesen auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht. Wirklich große Empfehlung. Und ja, auch hier konnte mich der Hype auf jeden Fall bekommen und ist für mich nachvollziehbar, weil das wirklich in diesem Jugend-Romantasy-Fantasy-Bereich wirklich heraussticht mit einer wirklich coolen Idee und wirklich auch einer ganz tollen Umsetzung. Und natürlich mit einem wunderschönen Cover. Und es ging direkt mit Fantasy bei mir weiter. Im dritten Buch, A Spark of Time von Kira Licht, ist der Auftakt, soweit ich das gesehen habe, einer Dilogie. Der zweite Teil erscheint auch schon Ende September. Und ich habe von der deutschen Autorin tatsächlich vorher noch gar nichts gelesen. Ich hatte mal ein, zwei Bücher auf der Wunschliste, aber irgendwie sind diese New Adult-Geschichten für mich ja immer was, wo ich denke, ja, spricht mich so ein bisschen an, aber nicht so, dass ich dann tatsächlich oft dazu greife. Aber hier ging es um Zeitreisen und die Titanic, und da musste ich einfach zugreifen. Auch ein wunderschönes Cover, wie ich finde, habe ich als E-Book gelesen. Und wir treffen in dem Buch auf Lily D. Gray, die zusammen mit ihrem Vater, ja, im Grunde durch ihre Gene es möglich gemacht wird, das war kein gutes Deutsch, dass sie Zeit reisen können. Sie betreiben beide ein Antiquariat, wo sie versprechen, dass sie alle Gegenstände wiederfinden können. Allerdings finden sie diese Gegenstände eben nicht in der Gegenwart wieder, sondern reisen eben durch ihre Zeitreisemöglichkeit zurück dorthin, wo das Schmuckstück oder was auch immer zuletzt gesehen wurde, und entwenden es im Grunde eigentlich der Vergangenheit, um es eben in der Gegenwart aushändigen zu können. Früher ist auch ihre Mutter mit Zeit gereist. Das ist eben möglich, indem man sich berührt und eben dann auch jemanden ohne diese Möglichkeit mitnimmt. Ihre Mutter ist aber verstorben, und wir haben hier eben auch noch so ein bisschen diesen Trauerprozess oder eben auch diese, ja, Gedanken an die Mama, die hier eben fehlt, oder eben auch an die Frau, wenn dann eben auch Lilly mit ihrem Papa immer mal ein bisschen spricht. Ja, ihr Papa hat dann aber Geldprobleme, und es kommt ein ganz lukratives Angebot herein, was so ein bisschen
ja, von all den Sorgen befreien könnte. Allerdings ist das Problem, dass wir eben auf die Titanic reisen müssen, um dort eine Kette zu besorgen. Und das natürlich gar nicht so einfach ist, denn zum einen ist das ein fortbewegendes Schiff, zum anderen ist es relativ weit in der Vergangenheit und zum anderen wissen wir alle, wie das ausgegangen ist. Die Titanic sinkt und wer weiß, ob es Lily dann eigentlich auch wieder von dem Schiff herunterschafft. Ja, dennoch ist Lily davon überzeugt, dass sie diesen Auftrag ausführen kann. Sie reist also ins Jahr 1912 und stellt sich dort als Hausdienerin einer Gräfin zur Verfügung und wir reisen eben mit ihr in die Vergangenheit auf die prunkvolle Titanic und lernen natürlich Leute der gehobeneren Klasse auch kennen, die wir zum Beispiel auch aus Filmen schon kennen oder auch aus Dokumentationen und treffen dann aber auch auf Ray, der eine ganz besondere Rolle einnimmt und der ihr auch so ein bisschen den Kopf verdreht und sie manchmal vergisst, dass sie ja 100 Jahre eigentlich weiter in die Zeit gehört. Und sie muss sich die Frage stellen, mit dem Wissen, wie jetzt diese ganze Reise endet, ob sie ihren Kodex bricht und vielleicht doch jemanden warnt oder vielleicht sogar mit in die Gegenwart nimmt. Für mich war die Geschichte auch ein absolutes Highlight. Also ihr merkt, der Monat Mai hat auf jeden Fall bombastisch angefangen. Zwei Highlights direkt hintereinander. Es war eine kluge Zeitreisegeschichte, die auch wirklich einen wunderschönen historischen Rundgang auf der Titanic gemacht hat. Und dazu haben wir eben auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, die so ganz zart anfängt, sich viele Fragen stellt und ich mich einfach auf Band 2 freue. Man sollte hier nicht den Klappentext lesen, wenn man den erst noch nicht gelesen hat, weil ich finde, dass der Klappentext zu Band 2 doch einiges verrät, wie der erste Teil denn auch endet. Ich mochte die Idee der Zeitreise super gerne. Natürlich ist das nichts Neues und Innovatives, dass das eben über die Gene weitergegeben wird, aber die Erklärungen, auch wie hier die Zeitreise vorgenommen wird, fand ich richtig toll. Ich fand es auch spannend, dass man sich eben Dinge aus der Vergangenheit mitnehmen kann, die dann ja aber eigentlich in der Gegenwart nicht vermisst werden, weil sie ja eigentlich in der Gegenwart, in der Vergangenheit, also ihr versteht, es gäbe ja eigentlich ein Problem, ne? Eigentlich würden sie ja nicht vermisst werden, weil sie ja dann da eigentlich nicht entstanden sind. Aber dennoch fand ich das richtig cool, dass wir hier dieses Antiquariat haben, wo eben diese Gegenstände gefunden werden und weiterverkauft werden. Ich fand die Vergangenheit auch toll. Man hat einen Switch gemerkt in der Sprache, als wir in der Gegenwart waren und als wir in die Vergangenheit gehen. Denn 1912 hat man einfach anders gesprochen, auch anders gedacht. Man hat andere Regeln im Grunde auch eigentlich einfach befolgen müssen, wie man mit seiner Chefin spricht, mit einer Gräfin, wie man hier umgeht, wie man gekleidet ist. Und das hat Kira Licht für mich wirklich perfekt rübergebracht. Also ich konnte mir die Vergangenheit auf der Titanic bildhaft vorstellen. Natürlich ist man, glaube ich, durch den Film Titanic einfach so ein bisschen geprägt. Aber auch ich selbst habe schon einige Dokumentationen gesehen und auch 3-4 Bücher zu den Charakteren gelesen. Also alles rund um die echte Titanic. Und ich fand das toll. Also ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt und bin so mit Lily mitgegangen, die eben doch modern denkt und manchmal auch dazu neigt, modern zu sprechen, es aber immer wieder merkt und denkt, oh nein, ich muss hier anders agieren. Und das hat sie richtig toll gemacht. Also ich mochte diesen Vergangenheitsteil richtig, richtig gerne und auch wie wir so zu diesem Untergang eigentlich hingeführt werden. Ich mochte auch Lily einfach wahnsinnig gerne. Ich fand, sie war eine ganz tolle Protagonistin. Sie war mutig, sie war tough, sie war stark. In den richtigen Momenten hat sie aber auch einfach mal geschwächelt und gemerkt, dass das vielleicht doch irgendwie an ihre Grenzen und an ihre Substanz geht. Und ich mochte auch, wie sie so mit der Trauer um ihre Mutter umgegangen ist. Die Sorge um ihren Vater sind absolut nachvollziehbar. Und trotzdem nimmt sie den Mut und reist in die Vergangenheit und ist dann eben ganz überrascht, als sie auf Ray trifft, der eben auch eine ganz besondere Rolle in dieser Geschichte spielt. Und ich fand es schade, dass für uns die Auflösung schon so früh eigentlich erfolgt ist. Alles, was sich so um Ray einspinnt, ich hätte das länger im Verborgenen mir gewünscht. Das wäre auch, glaube ich, so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe. Aber neben Lily, die uns ihre Geschichte erzählt, kommt eben auch Ray immer mal zu Wort. Dementsprechend sind wir hier natürlich auch in seinen Gedanken, Gefühlen und Dingen involviert und wissen eben da relativ schnell Bescheid. Ich mochte beiden Perspektiven wahnsinnig gerne, beide Charaktere sehr gerne und ich fand auch die Nebencharaktere gut gezeichnet. Also egal, ob es die unsinkbare Molly Brown ist oder die Gräfin ist oder Thomas Andrews ist, ich fand es toll, wie die eingewoben wurden und wie die uns auch nochmal ein bisschen erklärt wurden und ich fand das richtig toll. Und dann haben wir natürlich auch diese zarte Liebesgeschichte, die sich entspinnt und ich mochte auch hier das Tempo sehr gerne, weil man natürlich 1912 einfach anders agiert hat, wenn man sich verliebt hat und ich fand das schön. Ich fand das richtig magisch und berührend und emotional und ich fand es so schön, in Lilys Kopf eigentlich so eine moderne Frau zu sein, die eben jetzt lebt, aber dann natürlich nach außen hin
sich so geben zu müssen, als wäre es eben 1912. Und das war so schön. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Zeitreisegeschichte, die mich wirklich gepackt und begeistert hat und die wirklich so dieses Titanic-Flair einherholt. Und es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Also richtig, richtig toll. Auch hier große Empfehlung von mir. Und ich muss sagen, ich hoffe, es geht im Mai so weiter. Ich kann schon spoilern, auch das nächste Buch wird ein Highlight. Aber dazu dann im nächsten Clip. Buch Nummer 4 habe ich eigentlich in haptischer Form gelesen. Ich blende es euch jetzt aber ein, denn es ist mal wieder verliehen. Und zwar Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dussel. Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil der bisher fünfteiligen Reihe. Und ich musste nach dem Highlight letzten Monat einfach weiterlesen. Und ich war so, so gespannt, ob mich der zweite Teil packen kann, ob die Reihe spannend, humorvoll, einfach so weitergeht oder ob es sich vielleicht irgendwie verliert und sich so ein bisschen, ja, das ganze Thema achtsam und ähnlichem irgendwie so ein bisschen, ja, verbirgt und weggeht und irgendwie langweilig wird. Aber nein, ich kann so viel verraten, auch der zweite Teil war für mich ein absolutes Highlight und es wird in dieser Reihe auf jeden Fall weitergehen. Aus dem Grund ist das Buch jetzt auch schon wieder bei der gleichen Freundin, wo auch der erste Teil damals war. Und ab Teil 3 werden wir uns jetzt die Bücher dann einfach aus der Bücherei ausleihen. Denn ich glaube, wenn einfach nur ein Band dann im Regal steht, ist das vollkommen ausreichend. Ja, wir haben ja im ersten Teil schon den Anwalt Björn Diemel kennengelernt, der zu einem Achtsamkeitsseminar von seiner Frau geschickt wurde und dort dann eben durch das achtsame Leben kennengelernt hat und ja, da eben auch so, ja, der ein oder andere Mord oder anderes Merkwürdiges dann so ein bisschen geschah, als er das in sein Leben integriert hat als Strafverteidiger, wirklich so von Mafia-Bossen und ja, er eigentlich dieses Leben gar nicht mehr so leben wollte. Es geht hier im Grunde nahtlos an die Geschichte weiter, nur dass ihn die Frau diesmal nicht zu einem Achtsamkeitsseminar schickt, wobei theoretisch geht er zu dem gleichen Therapeuten. Dieser aber dann sagt, vielleicht musst du manches, was in dir Wut oder Zerstörung und Verzweiflung auslöst, einfach mit deinem inneren Kind lösen. Und auch dieses Thema war natürlich in diesen ganzen Achtsamkeitspraxen ja eine Zeit lang ganz gehypt und aktiv. Und auch ich habe das Buch tatsächlich, Das Kind in dir muss eine Heimat finden oder so, gelesen. Und hier haben wir eben genau diesen Blick. Das heißt, unser Anwalt Björn Diemel beschäftigt sich mit seinem inneren Kind, mit den Wünschen und Gedanken, die diesem eben nicht gegeben wurden, also dem Kind in seiner Vergangenheit. Und er bringt das eben jetzt so ein bisschen in diese Geschichte rein, die eben weitergeht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, so konkret was zur Handlung zu sagen. Wir haben eben so manches Geheimnis, das sich im Keller verbirgt und im wahrsten Keller, als dann eben auch so im Keller der Gefühle von Björn Diemel. Und es war einfach wieder großartig. Es hat mich total begeistert. Ich finde es eine tolle Idee. Ich mag die spannende Umsetzung. Ich mag diesen bitterbösen Humor. Und eben auch das Thema so mit dem inneren Kind, was man ja kritisch sehen kann, ich durchaus spannend finde und auch da so einiges in mir an Impulsen damals mitgenommen habe, als ich dieses Thema so ein bisschen intensiver beleuchtet habe. Ich vieles also wiedererkannt habe und ich fand es einfach großartig. Es hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Es trifft genau meinen Humornerv. Ich finde es locker, ich finde es leicht. Ich mag die Perspektive, aus der die Geschichte erzählt wird. Ich finde, es nimmt mich sprachlich komplett mit und ja, ich mag diese Ich-Perspektive tatsächlich sehr gerne, weil wir ganz nah an Björn Diemel dran sind, an seinen Gedanken, seinen Gefühlen, seinen inneren Dialogen mit dem inneren Kind und ich wollte es nicht mehr aus der Hand legen. Also es ist wirklich etwas, was bei mir Suchtpotenzial hat und ich wirklich fast nicht mehr dran geglaubt habe, dass es Thriller so im wahrsten Bereich sozusagen irgendwie noch mal schaffen. Ich fand auch, wie hier mit dem Thema innerem Kind umgegangen wurde. Ich fand es sehr spannend erzählt. Ich mochte, dass es nachvollziehbar war, dass es bekannt ist, dass uns immer so ein bisschen ein Hinweis durch den Therapeuten gegeben war. Auch spannend ist, dass wir hier natürlich das Nachhaltigkeitsthema auch mit involviert haben und dass wir hier sagen, okay, es wird auch etwas Großes noch mal
ja so ein bisschen aufgemacht und es gibt ja noch drei weitere Bände, wo ich denke, dass das auf jeden Fall auch nochmal Thema sein wird. Und auch hier mochte ich die Gedanken, die unser Anwalt hat im Sinne von Nachhaltigkeit. Also E-Scooter, die dann mit dem Dieseltransporter nachts eingesammelt werden, wieder hingebracht werden. Solche Themen oder warum eine gut funktionierende Heizung ausbauen, nur damit erstmal ein halbes Jahr alle Kinder im Kindergarten frieren und dann irgendwas Neues, Nachhaltiges nachgereicht wird. Also ich musste hier sehr oft schmunzeln, ich musste lauthals lachen und ich fand es einfach mega. Ich mag es, wie uns auch so die Schwächen der Menschen aufgezeigt wird, diese Inkonsequenz, diese Oberflächlichkeiten und ja, nicht nur ja für die anderen, sondern auch für uns selbst, wie wir uns mit Dingen so irgendwie die schönreden und ja, super, super spannend. Ich freue mich sehr auf den dritten Band, der sich ja so ein bisschen mit dem das Kaffee am Rande der Welt beschäftigen wird und bin schon gespannt, wie er das umsetzt, wie er das umwandelt und freue mich da wirklich mega drauf. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Für mich Band 1 und 2 gleichermaßen Highlights. Super toll. Absolut mein Humor. Und wenn ihr so ein bisschen humorvolle Thriller, die durchaus an mancher Stelle schon blutig sind, wenn ihr das gerne mal löst und wirklich auch so eher diese Täterbeschreibungen wollt, das muss man ja dazu sagen, denn er agiert hier ja nicht als Anwalt, sondern ist ja am Ende irgendwann der, der achtsam zu morden beginnt, ne? Deswegen heißt die Reihe so, dann seid ihr bei dieser Reihe absolut richtig. Beide Bände großartig und ich bin mega gespannt auf Band 3. Buch Nummer 5 war für mich ein Highlight und ihr habt es vielleicht auch im Lesevlog schon gesehen, den ich euch auch unten in die Infobox packe. Die Bucht der Träume von Elena Sonnberg alias Adriana Popescu war ein absolutes Highlight für mich. Also nicht nur ein Monatshighlight oder ein Jahreshighlight, ich glaube, dass es wirklich ein Lebenslesehighlight sein wird und bleibt und blieb und wie auch immer. Ich fand es einfach großartig. Wir haben hier das offene Pseudonym Elena Sonnberg von Adriana Popescu. Wir hatten da im Hangout auch mal drüber gesprochen. Das Buch ist mir ja auch zur Verfügung gestellt worden in einer wunderschönen, hoch dafür die Postkarte raus, in einem wunderschönen Blogger-Paket, was ich mit euch im Blog auch gemeinsam ausgepackt habe. Es geht in Richtung einer Reihe, sodass wir so immer ein paar Frauengeschichten bekommen, die eben an verschiedenen Reisezielen spielt. So hat es Adriana zumindest angedeutet und mal sehen, wo es uns dann vielleicht ins nächste Jahr hin verschlägt. Das Cover finde ich perfekt getroffen. Es ruft Sommer, Sonne und Italien und gefällt mir mega gut. Ich fasse mich hier ein bisschen kürzer, weil ich natürlich im Blog sehr ausführlich über dieses Buch gesprochen habe. Wir treffen hier auf Sarah, eine Frau, die im Grunde frisch geschieden ist, die jetzt erfährt, dass ihr Vater gestorben ist, er ihr ein Haus am Gardasee hinterlässt, wo sie früher sehr lange ihre Kindheit und Jugend verbracht hat, bis ein Geheimnis, das sie mit ihrem Vater geteilt hat, so ein bisschen diese Familienidyll, auch das in Italien, die Urlaube, so ein bisschen auseinanderreißt und sie dann eben nicht mehr dorthin fährt. Zusammen mit ihrer Tochter Mimi reist sie jetzt aber dorthin, um eigentlich das Haus auch zu verkaufen, trifft dort auf ihre Jugendliebe, der auch gleichzeitig der Makler ist, der das Haus mit verkaufen möchte. Und da wird sie natürlich konfrontiert mit ihrer Vergangenheit, mit der Vergangenheit und der Gegenwart auch ihres Vaters und dass er scheinbar dann doch eigentlich hier in Italien ein ganz anderer Mann ist oder wurde, als sie ihn als fehlenden Vater auch wahrgenommen hat. Und natürlich reflektiert sie so ein bisschen ihr eigenes Leben, ihre eigene Beziehung zu ihrer Tochter, auch natürlich auch zum Vater, wie, was, wo irgendwie hier vielleicht ein gemeinsames Leben hätte auch schöner machen können. Und wir haben hier wirklich eine sehr erwachsene Geschichte, ein großartiges Buch. Wir sind in Italien, das ist bildhaft erzählt. Wir genießen den Gardasee, die Umgebung, die Leichtigkeit des italienischen Lebens. Ich finde, es hatte sehr authentische Charaktere, nur bei Sarah als Protagonistin, sondern auch die Nebencharaktere, die wirklich lebendig sind, die sich echt anfühlen, die hier so in dieses Leben mit hineinkommen und das wirklich großen, großen Spaß macht. Und ich habe hier wirklich sehr viel Emotionen gespürt. Ich mochte die Charakterentwicklung, ich mochte diese Selbstreflexion von Sarah, sowohl für ihr eigenes Leben, als auch wie sie ihren Vater einfach als Mann, als Mensch betrachtet, nicht nur als Elternteil, was, glaube ich, uns Kindern, egal wie alt wir sind, immer schwierig so ein bisschen zu greifen ist und wie sie sich dann auch einfach in das Leben ihrer Tochter hineinversetzt. Großartige Geschichte mit Leichtigkeit, Lockerheit, tollen Dialogen, aber wirklich der Tiefgründigkeit dieser Themen. Ein wirklich toller Roman, der mich einfach gepackt hat, gefesselt hat, zu Tränen gerührt hat und mich wirklich mehr als begeistert hat. Und wenn ihr das ein bisschen ausführlicher wollt, schaut gerne im Blog vorbei. Da rede ich über verschiedene Lesekapitel sozusagen, wo ich immer mal so zwischendrin einen
Stopp gemacht habe und da meine Gedanken sage. Für mich wirklich eine absolute Empfehlung, wenn ihr ein Sommerbuch sucht, was trotzdem einen etwas ernsteren Touch hat, aber die Leichtigkeit trotzdem nicht verloren geht, dann seid ihr hier bei Die Bucht der Träume absolut richtig. Das sechste Buch handelt dann auch ein bisschen vom Reisen und ist Vom Glück unterwegs zu sein von Christian Schülle. Das Buch war einige Zeit auf meiner Wunschliste und irgendwann habe ich es mir dann auch über Tauschticket ertauscht. Und mich hat hier wirklich der Titel total angesprochen und auch der Untertitel, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Und wir haben hier keinen Roman, wir haben hier keinen Reisebericht, sondern der Autor nimmt uns auf ganz philosophische Art und Weise mit in seine Gedanken, die ihm das Reisen sozusagen gegeben haben. Also er geht auf Reisen und nimmt uns dann eben an ganz unterschiedliche Orte mit, an denen er etwas gedacht hat, gefühlt hat, an dem er gewachsen ist, an dem er etwas wahrgenommen hat. Und wir haben hier drei große Oberkapitel, Zeit und Zufall, Wissen und Weisheit und Moral und Menschlichkeit. Und genau um diese Themen geht es in den kleineren Kapiteln dann, die er eben irgendwie irgendwo auf der Welt wahrgenommen hat. Und dafür reist er nicht immer ellenweit ans andere Ende der Welt, sondern manche Erkenntnis kommt ihm auch im heimischen Wandervorort sozusagen. Wir starten mit von Die Kunst, sich einzulassen. Und das war etwas, was ich als Überschrift total mochte, gefühlt habe. Denn ich bin ein großer Fan vom Reisen. Ich mag es, neue, andere Länder, Städte, Orte kennenzulernen. Dafür galt früher eher tatsächlich umso weiter, umso besser. Auch das gilt heute noch, aber ich mag so seit den letzten 10 Jahren auch sehr gerne das Reisen oder das Erkunden meiner näheren Umgebung. Also sei es irgendwo wirklich hier bei mir in der Nähe mit dem Erwandern, mit dem Erlaufen oder dann wirklich irgendwie Städtetouren innerhalb Deutschlands und da einfach oder ja auch Wanderstädte, wenn man so möchte, von wo man dann eben einfach eine Tour beginnt. Aber natürlich zieht es mich auch oft noch in die Ferne und da habe ich ihn total verstanden, dass man sich eben darauf einlassen muss, wenn man es erleben möchte. Nichts Schlimmeres als Menschen, die dir in der Karibik am Strand begegnen, die eigentlich überhaupt keinen Bock auf dieses Land haben, sondern nur auf Sonne, Strand und Meer. Und ich mir so denke, naja, das könntest du aber gefühlt auch irgendwie näher haben, wenn es dir nur darum geht. Und jeder, wie er möchte, da bin ich manchmal vielleicht nicht ganz so tolerant oder lasse mich dann auf diese Menschen ein, sondern ich finde eher die spannend, die eben etwas mitnehmen aus dem Land, in das sie gereist sind und da etwas mitfühlen wollen und ihre Gedanken da lassen wollen und sich vielleicht auch verändern wollen und damit wachsen wollen. Und das zeigt uns Christian Schülle hier wirklich sehr spannend. Ich mochte das Buch sehr gerne. Ich mochte die spannenden Ideen. Ich mochte die schönen Gedanken zum Reisen. Auch so dieses auf der Welt unterwegs zu sein, sich halt wirklich so als Welten-Erdenbürger zu sehen. Ich mochte die poetische Sprache sehr gerne. Ich fand, es war sehr wohlfühlig und man hat sich mitgenommen gefühlt. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mir manchmal auch eine Spur zu wirr war. Das muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht habe ich es manchmal auch nicht verstanden, aber es war so kein roter Faden erkennbar. Und manchmal ist er mir zu sehr in Gedanken und Reisen und Erfahrungen gesprungen, sodass ich da ein bisschen unruhig wurde und dachte, naja, also irgendwie so ganz durchdacht fühlt sich das hier nicht so an. Ich mochte aber dennoch seine Gedanken zum Reisen, seine Erfahrungen, wie er die sammelt, wie er die aufnimmt, wie er die verarbeitet, wie er zu Tagebuchschreiben steht, zum Fotografieren und so weiter, zu diesen Reisevlogs. Ich mochte das sehr, dass man, wenn man sich selbst eben erstmal in der Welt als Wanderer sieht, dass man dann einfach die Welt anders wahrnimmt. Und das fand ich sehr schön, dass man an diesem Punkt auch erstmal kommen muss, dass das Erfahrungen braucht, dass das Selbstreflexion benötigt. Und ich mochte das. Es ist überhaupt kein Reisebericht im klassischen Sinne. Wir bekommen auch keine Ländertipps oder Ähnlichem, sondern es geht wirklich eher um die Gefühle beim und auch nach dem Reisen, wie etwas nachhalt, was man mitnimmt, was davon übrig bleibt, was einen wachsen lässt, warum man wächst, wie man wächst oder was einen zum Nachdenken anregt und so weiter. Und das hat er wirklich großartig beschrieben mit seinen eigenen Veränderungen, die er an sich wahrgenommen hat, aber natürlich auch, was er beobachtet und auch so ein bisschen auch in der Gesellschaft wahrnimmt. Die Orte dabei, die beschreibt er zwar kurz, die sind aber eigentlich komplett egal und auswechselbar, sondern es geht wirklich darum, was man aus jedem einzelnen Ort irgendwie macht, was man aus seinen eigenen Orten, die man bereist, macht und wie man da eher mal so dahin kommt und so
reflektiert und das für sich mitnimmt. Und ich habe dieses Buch einfach sehr, sehr, sehr gefühlt. Trotz der Wirrheit und dem manchmal so ein bisschen, was will er mir damit sagen? Ich glaube, er möchte hier wirklich einfach poetisch sein und seine Gedanken teilen. Ich habe auch einige Markierungen gemacht. Hier zum Beispiel, erst war Stille, dann kam Ruhe. Stille und Ruhe sind nicht dasselbe. Ruhe kehrt ein, wenn Stille sich vollendet. Das fühle ich total. Also diesen Unterschied Ruhe und Stille. Da fasst jemand meine Gedanken in Worte, die ich nicht so in Worte hätte irgendwie einfangen können. Dann haben wir hier, das Meer will nichts. Es will nicht überzeugen, es will nicht auftrumpfen, es will nicht einmal geliebt werden. Es teilt dem Menschen mit, du bist mir egal. Und der Mensch kann einem Meer nichts vormachen. Es gibt neben der Gelassenheit des Gebirges nichts Unbeeindruckbareres als das Meer. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Spruch, dem Meer ist deine Bikini-Figur total egal. Das mochte ich tatsächlich sehr gerne, weil ich glaube, dass dem Meer ist das egal. Das Meer existiert schon Jahrmillionen länger als wir und ganz egal, jeder Einzelne, der da in dem Meer schwimmt, das Meer denkt sich, du bist nur ein klitzekleiner Augenblick meines Seins. Das finde ich so schön, dass Christian Schülle hier die Menschen nicht so wichtig nimmt, sondern eher das Drumherum. Das gefiel mir richtig gut. Ein Abweg ist übrigens keinesfalls abwegig und verirren meint nicht irren. Verirrung bedeutet, sich in abwegig scheinenden Möglichkeitsräume zu begeben, deren Existenz man nicht für möglich gehalten hätte. Verirren ermöglicht also, sich in Umständen mit ergebnisoffenem Schicksal einfühlen zu müssen. Reisen ist ja keine Aneinanderreihung von Höhepunkten, sondern oft genug ein Exerzitium an Belanglosigkeit. Warten, gehen, stehen. Kaufen, handeln, schwitzen. Jammern, fluchen, stöhnen. Die Beine schmerzen, die Füße schwellen, die Schuhe drücken. Die Blasen zwingen zu schmerzvermeidender Balance, die zu lernen ein neues Verhältnis zum eigenen Körper ausbilden kann. Faszinierend. Liebe ich. Ich mochte diese Passagen hier sehr gerne. Auch hier, Reisende sind Bildersammler. Ich jedenfalls bin es. Vieles dessen, was ich weiß, verdanke ich Bildern. Mit Bildern sind keineswegs geknipste Fotografien oder für Sekunden auf Snapchat eingefrorene Momentaufnahmen gemeint, sondern innere Bilder, die Situationen, Stimmen und Stimmungen verdichten. Das fand ich toll, das mochte ich. Also ich, ja, und es gibt so vieles in meinem Kopf, auch mit allen anderen Sinnen, wo ich mich an Gegebenheiten erinnere, die kein Foto bedarf, wo ich mich noch weiß, wie ich mich fühle, wie es dort roch, wie das Licht war, was ich da wahrnehme, was ich gesehen habe und was ich gehört habe. Und ja, also wirklich eine kleine Empfehlung für alle Reisenden auf dieser Welt. Wie gesagt, man sollte hier keinen Reisebericht erwarten, aber dennoch fand ich es bis auf die Verwirrtheit an mancher Stelle tatsächlich richtig, richtig, richtig toll. Buch Nummer 7 ist ein Hörbuch, gesprochen von Robert Frank, und man ahnt schon, es kann eigentlich fast nur ein Highlight werden, denn es ist auch noch von Mira Valentin, wirklich so meiner Fantasy-Autorin, die ich unglaublich liebe, deren Geschichten mich immer wieder zum Abtauchen bringen, zum Eintauchen, zum Mitnehmen, und hier auch mit Andorin Teil 1, Gottesflüstern. Ein Buch, was ich jetzt tatsächlich schon ein kleines Weilchen auf dem Sub hatte. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse auch Mira Valentin getroffen, habe auch ein signiertes Buch von ihr geschenkt bekommen zu dieser wunderbaren Reihe. Auch Robert Frank hat unterschrieben, was mich besonders gefreut hat. Und Mira Valentin schreibt wirklich Fantasy, High Fantasy, die großartig ist. Die sehr oft sich eher so um die nordischen Mythologien auch drehen, und sie selbst ist ja da auch so ein bisschen in diesem, ja, Cosplay, möchte ich es jetzt mal nennen, so ein bisschen mit unterwegs, was ich richtig toll finde. Der zweite Teil erscheint bereits Ende Juli, und ich hoffe dann auch, dass das Hörbuch zeitnah erscheint, denn jetzt bin ich sehr in dieser Geschichte drin, sehr gefixt, und freue mich da auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ich habe schon einiges von Mira Valentin gelesen und ich mag wirklich ihren Stil super, super gerne. Hier war sehr schön, dass wir auf Instagram während und vor dem Schreibprozess so ein bisschen Namen mit als Leser dazugeben konnten, dass hier sogar eine eigene Sprache erfunden wurde. Das hatte Mira uns bereits letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse erzählt.
Und dass sie hier eben auch wirklich mit einer Fachfrau für Sprachen zusammenarbeitet und sich hier eine Sprache ausgedacht hat. Und auf der Buchmesse dieses Jahr hat dann eben Robert Frank auch erzählt, dass er ja Audionachrichten von Mira bekommen hat, damit er weiß, wie er Dinge aussprechen muss, was ich total faszinierend und cool fand. Und ich kann schon sagen, Robert Frank hat es perfekt gemacht. Also wie er Charaktere zum Leben erweckt, sprachlich, wie er uns in die Geschichte zieht, einfach nur großartig. Und er ist mit einer meiner Top-Sprecher im deutschsprachigen Raum und ich liebe das. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu und es vergehen irgendwie so 2 Stunden am Stück und man hört und manchmal sitze ich einfach nur da und höre, manchmal mache ich nebenbei was im Haushalt und ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Da macht dann sogar Putzen Spaß, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Geschichte, denn wir sind in Anorin unterwegs und dort gibt es eine Gottheit, die längere Zeit geschwiegen hat. Doch dann kommt eben der allwissende Stern und es gibt tatsächlich 3 ganz unterschiedliche Wege, seine Worte zu deuten. Und wir haben hier verschiedene Propheten, die eben dieser Stimme lauschen und dann eben auch das Gesagte übersetzen. Allerdings gibt es einfach feine kleine Unterschiede in der Übersetzung, die, wenn sie, wie sie ausgelegt werden, eben ganz schlimme Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Und wir treffen hier auf 3 ganz unterschiedliche Charaktere, die hinter einer hohen Mauer so ein bisschen aufeinander treffen und die aber dann doch das gleiche Schicksal teilen müssen. Denn um zu überleben, müssen sie besser zusammenarbeiten und besser zusammenhalten, als es die Propheten tun, von denen wir vorhin auch schon so ein bisschen was einfach gehört haben. Sie kommen alle 3 aus anderen Königreichen, welche eben nur durch diesen Tempel verbunden sind. Und wir haben hier einmal den Prinzen aus dem Lande Ilvenor. Und ich liebe es, wenn wir in Fantasy so außergewöhnliche Namen haben. Und ja, wir haben hier eher den arroganteren Typen, der so sich wirklich für den besten, coolsten Helden ein bisschen drüber ist, aber nichtsdestotrotz dann doch ein gutes Herz hat. Wir treffen auf den Handwerker Kian aus Manjaka und ja, ich habe mir das natürlich rausgeschrieben. Manches kann man sich einfach in der Kürze nicht so richtig merken und so geht es mir auf jeden Fall. Und ja, wir merken recht schnell, dass er auf einen Meuchelmörder trifft und der ihn sehr, sehr gerne eigentlich umbringen möchte und hier ein bisschen auf der Flucht ist. Und dann als letztes treffen wir auf die junge Yuma, die ein sehr schlimmes Schicksal hinter sich hat, denn ein schreckliches altes Ritual zerstörte Leben, das bisher gelebte und trotz allem, was ihr so passiert ist, bleibt sie sehr nahbar, sehr sympathisch und irgendwie doch sehr offen für alles, was hier kommt. Wir haben hier wirklich großartige High Fantasy. Also es ist nichts mit Jugendfantasy, es ist nichts mit Romantasy, nein, es ist High Fantasy und es ist perfekt genauso, wie es ist. Der Schreibstil ist wie gewohnt, trotz der fremden Sprache und der fremden Wörter, einfach richtig leicht und locker. Man wird sehr schnell hineingeworfen, dann breitet sich diese große Welt aus mit ihrer Welt, mit diesen bildhaften Erzählungen, mit den Charakteren und dann ist man schon direkt drin und will gar nicht mehr aufhängen. Es ist durchgängig spannend, die Momente, die wirklich einfach perfekt sind, um mal kurz innezuhalten, um tiefer zu gehen, das schafft Mira Valentin wirklich einen ganz wunderbaren Spagat von spannend und Action und dann aber Tiefgründigkeit, Ruhe, Ankommen und so ein bisschen innehalten. Das fand ich richtig, richtig toll, damit man einfach auf die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Ich mag den Humor von Mira Valentin sehr gerne, der auch hier zum Zuge kommt. Er ist nicht übertrieben, er ist nicht unpassend, er ist nicht zu sarkastisch. Ich mag es aber sehr gerne, weil ich finde, dass Charaktere durch doch manchmal so ein bisschen Witz in Dialogen auch einfach an Tiefgang gewinnen. Und die Welt war für mich einfach perfekt. Es hat sich recht schnell ein Film in meinem Kopf entwickelt, gerade beim Hören und so vor sich hin träumen, merkt man, wie schnell da meine Fantasie losgegangen ist. Es war bildhaft, es war toll gestaltet, die Details wurden gut rübergebracht, ohne zu lange zu brauchen und ich fand es toll, einfach bei diesem Abenteuer dabei zu sein. Die Charaktere fand ich alle wahnsinnig stark und mutig. Ich fand es toll, wie ihre Entwicklungen waren. Ich mochte unsere Protagonisten sehr gerne. Ich bin ihnen super gerne gefolgt. Nicht nur auf dem Weg ins Abenteuer, sondern auch einfach in ihrer persönlichen Entwicklung. Es war tiefgründig, es war so komplett auch in dieser Geschichte, dass man mit den Charakteren mitwächst und dass wir hier natürlich auch ein Problem lösen wollen, müssen, können. Und ich mochte es, wie authentisch sich das angefühlt hat, wie echt. Und
ja, wie die Charaktere zum Teil wirklich so voller Mut und Leichtigkeit und Lebensenergie gesprüht haben, trotz allem, was ihnen irgendwie passiert ist. Besonders toll fand ich unser sprechendes V-Tier Agilo. Den haben wir schon auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Und Robert Frank hat hier schon ein Part vorgelesen und ich liebe es, wie langgezogen er ihn spricht. Und ich finde es einfach großartig. Ich glaube, es hat Mira hat ihn gesprochen. Und diesen Dialog, der war so lebendig und das war auch nur mit Robert im Kopf richtig, richtig toll. Also absolut dein Lieblingscharakter. Und es gibt keine Liebesgeschichte, deswegen es ist wirklich High Fantasy, keine Romantasy. Also jeder, der eine Liebesgeschichte im Vordergrund erwartet, der ist hier total falsch. Ich fand es erfrischend und schön und passend und ich finde, man braucht es nicht immer. Und die High Fantasy lebt einfach davon, dass es Wichtigeres gibt in dieser Welt, in diesem Abenteuer, als eben eine Liebesgeschichte. Besonders hervorheben möchte ich die eigens erfundene Sprache, was ich super spannend fand. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich gern so einen Grammatikkurs mal noch zwischendrin gehabt, wo mir alles so erklärt wird und ich diese Sprache auch lernen könnte. Habe ich schon mal, ja, tatsächlich mit Elbisch probiert von Tolkien. Manches erinnert man sich an anderes, das ist einfach zu schnell weg, wenn man es nicht spricht. Aber ich fand es toll, wie sie hier eine Sprache erfunden hat, die wirklich gut geklungen hat, die passend war und die einen einfach nochmal eine ganz andere Einblick in diese Welt gegeben hat. Es gibt, das muss man sagen, einen doch recht gemeinen Cliffhanger am Ende. Aber zum Glück geht es ja schon Ende Juni weiter und dementsprechend müssen wir jetzt gar nicht mehr so lange warten. Ich bin sehr gespannt, wie viele Teile es werden. Ich glaube, ursprünglich war es mal eine Trilogie, aber Mira hat auf der Messe schon gesagt, es kann auch sein, dass es noch ein Teil mehr wird. Ihre Geschichte entwickelt sich ja manchmal einfach so und manchmal braucht es dann einfach noch einen Teil. Also ich bin gespannt, freue mich auf den zweiten Teil und ja, werde diesen natürlich auch wieder hören. Und ja, bin ja super neugierig, wo die Reise, das Abenteuer hingeht und lasse mich da wieder gerne begeistern. Und das war jetzt der erste Teil meines Bücher-Lesemonats Mai. Ich hoffe, er hat euch gut unterhalten. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Highlight-Schätzchen bei mir entdeckt, was euch auch angesprochen habt. Erzählt auch mir gerne, was so euer Highlight des Monats war, was euch besonders begeistert hat. Lasst uns hier gerne in den Austausch gehen, ob ihr auch eins der Bücher, die ich jetzt gefeiert habe, vielleicht auch so gut fandet. Dann können wir hier sehr gerne ein bisschen quatschen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Seid nächste Woche beim zweiten Teil dabei. Drückt den Abonnieren-Knopf, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.